Katja Losch bei mir im Studio. Und wir schauen mal darauf, was der DAX so macht. Wie sieht's denn aus? Es sieht ganz gut aus. Und das ist eigentlich ganz schön, mal nach drei verlustreichen Wochen jetzt also offenbar ein Stabilisierungsversuch. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir hatten eine Öffnung recht deutlich im Plus. Zwischenzeitlich ging es auch mal mehr als 100 Punkte nach oben. Das bröckelt jetzt so ein bisschen ab, aber immerhin noch ein Plus von 0,2% derzeit. Immerhin, wie gesagt, nach drei Wochen mit Verlusten und Anfang April hatten wir noch ein neues Rekordhoch. Da sind wir jetzt aber doch ein ganzes Stück entfernt. Und immerhin gibt es aber auch positive Signale von Seiten der Maschinenbauer. Die Hannover Messe, die war ja hier schon Thema in den Nachrichten. Die Maschinenbauer immerhin, die glauben zwar auch, dass ihre Produktion in diesem Jahr noch sinken wird, aber fürs Exportgeschäft sind sie dann doch einigermaßen zuversichtlich, denn die Weltwirtschaft, die scheint jetzt wieder anzuziehen. Wir schauen noch mal ein bisschen tiefer rein in den DAX als erstes auf die Gewinner. Die werden schon vom Start weg angeführt von Bayer. Der Bayer-Chef Bill Anderson, der hatte ja Kanzler Scholz auf seiner China-Reise begleitet und hat danach ein Interview gegeben und hat sich durchaus sehr positiv gezeigt, was die Möglichkeiten für sein Unternehmen in China angeht. Und momentan sehen wir die Aktie mit einem Plus von 3,4%. Es ging aber auch schon mal mehr als 4% nach oben. Schauen wir noch kurz auf die Verlierer. Die werden derzeit angeführt von Heidelberg Zement, zumindest wenn das noch der Fall ist und wenn wir die Tafel zu sehen kriegen. Allerdings, nee, hat sich schon wieder geändert. Das sehen wir hier, also RWE momentan und Siemens Energy auf der Verliererliste ganz vorne. Verluste allerdings auch bei SAP und das ist ja eigentlich spannend. Zum einen leidet das Unternehmen natürlich unter dem allgemeinen Ausverkauf bei Tech und dann scheinen die Anleger sich aber auch in Stellung zu bringen vor den Zahlen heute Abend. Einige erwarten da offenbar nichts Gutes. Wir beobachten das weiter. Die Zahlen kommen dann nach Börsenschluss. Also die eigentliche Reaktion darauf, die gibt es dann erst morgen.